Mein Name ist Michael Stadler, ich fühle mich mit München verbunden. Und zwar wurde mein Vater, der auch heute hier ist, in München geboren. Meine Zwillingsschwester Sabine wohnt in dieser Stadt. Von Kind an liebe ich den Marienplatz, das Deutsche Museum, BMW und den Tierpark Hellerbrunn. Und ganz besonders in München habe ich auch meine liebe Ehefrau kennengelernt oder besucht in der Zeit, wo ich sie kennengelernt habe. Da hat sie in München gewohnt. Also mit München verbindet mich einiges und ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Ich selber bin im katholischen Glauben aufgewachsen. Ich habe also immer an Gott geglaubt, Gott nur irgendwie ein bisschen fern von mir erlebt. Mit 8 Jahren ist mir was passiert. Da bin ich aus dem Klassenzimmer auf die Toilette gegangen und auf dem Weg dahin ist mir ein Gedanke in meinen Kopf gekommen, was ist, wenn dieses Leben nicht alles ist? Wenn dieses Leben Teil einer größeren Wirklichkeit ist, so ähnlich sich verhält zu einem größeren Leben wie ein Traum zu diesem Leben. Und dieser Gedanke war eigentlich viel zu groß für mein Kindergehirn und ich habe ihn zur Seite geschoben, aber er hat mich nicht ganz losgelassen. Mit 15 Jahren hatte ich einen Traum. Wir haben heute vorhin schon ein bisschen gehört von einem anderen, dem Jakob, der einen Traum hatte. Ich hatte auch einen Traum, so hat Gott den Himmel für mich aufgemacht über einen Traum. Und ich habe geträumt, dass ich Noah bin. Und Gott zu mir sagt, Noah, baue deine Arche. Und für mich war die Bibel ein verstaubtes, altmodisches Buch, uninteressant für ein modernes Leben. Aber zu dieser Zeit haben meine Eltern, und sie sind heute hier, könnt mit ihnen plaudern und sie auch fragen, wie das damals war. Meine Mutter vor allem hatte einen Anspruch von Gott, einen Zug auf ihr Herz empfunden, dass Gott mehr von ihr möchte. Und so hat sie angefangen, die Bibel zu lesen, die Bibel zu studieren. Und die Bibeln sind in unserem katholischen Haushalt aufgetaucht. Und auch wenn ich irgendwie neugierig war, habe ich doch gemerkt, das ist nicht katholisch. Und einerseits wollte ich mehr von Gott. Andererseits war mir das nicht so ganz geheuer. Auf was lassen wir uns da bloß ein? Aber ich dachte mir nach dem Traum, ich gehe zu meiner Mama und erzähle mal diesen Traum, denn die liest in einiger Zeit die Bibel und die wird mir schon sagen können, was es zu bedeuten hat. Und sie sagte mir damals, ich glaube, die Arche steht für dein Leben. Gott möchte dein Leben retten. Nun, ich konnte nicht so viel damit anfangen. Ich fühlte mich gar nicht rettungsbedürftig. Aber irgendwo habe ich den Traum nicht losgelassen. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe die Geschichte von Noah in der Bibel gelesen und mir nicht viel dabei gedacht. Eine Woche später traf ich jemanden, der mir gesagt hat, dass ich eine persönliche, freundschaftliche Beziehung mit Jesus Christus erleben könnte. Und das hat mich interessiert. Ich fühlte mich nicht als schlechten Buben oder als schlechten Menschen, aber darum ging es ja gar nicht. Es ging darum, dass ich Gott nahe sein wollte. Und es hatte auf einmal die Möglichkeit sich für mich geboten, Gott in einer freundschaftlichen Beziehung kennenzulernen. Also habe ich das ausprobiert. Ich habe in einem einfachen Gebet Jesus Christus in mein Leben eingeladen und ich bin augenblicklich von einer solchen Freude, einem solchen Frieden, einer solchen Liebe geflutet worden, dass ich gedacht habe, mein Herz würde schier zerspringen. Und ich wusste, ich habe letztgültige Wahrheit berührt. Ich spürte, was immer du jetzt gerade getan hast. Es war zutiefst gut und richtig. Und ich bin heimgegangen von dieser Begegnung und das Leben bot sich mir in neuen Farben. Alles erschien irgendwie anders und lebendiger und es war auf einmal so, dass mein Gewissen schlagartig sensibilisiert war. Ohne dass mir jemand irgendwie eine Belehrung gegeben hätte, konnte ich nicht mehr lügen. Wenn ich eine Notlüge über die Lippen bringen wollte, dann wurde mir heiß und kalt. Auf einmal hatte ich eine Liebe zu Gott und zu den Menschen im Herzen, die mir vorher egal gewesen waren. Und außerdem hatte ich auf einmal den Drang in mir, mit Gott zu reden, zu beten. Ich hatte diesen Drang in mir.
und in die Bibel reinzuschauen. Und auf einmal hat die Bibel angefangen zu mir zu sprechen. Ohne Belehrung, ohne irgendeine äußerliche Beeinflussung. Ich kann es mir nur so erklären, dass der Himmel für mich aufgegangen war. Ich kann es mir nur so erklären, dass der Heilige Geist in mein Innerstes eingezogen war und sich selbst bezeugte und sich selbst zeigte, ohne dass Menschen groß da was damit zu tun gehabt hätten. Und trotzdem ist so einiges von dem, was ich damals in der Bibel gelesen habe, in meinem eigenen Leben nicht aufgegangen. Vor allem schien das Leben mit anderen Christen in der Gemeinde nicht so recht zu funktionieren, um ehrlich zu sein. Und über die Jahre fragte ich mich, waren Jesus und Paulus etwa gar gescheitert mit ihrer Vision von einer erlösten Gemeinschaft von Gläubigen, wie sie im Neuen Testament beschrieben wird? War das alles, was im Neuen Testament steht, vielleicht nur eine Utopie, ein schönes, frommes Ideal, das nicht zu verwirklichen ist, zumindest nicht auf diese Seite des Himmels? Was war der Grund für diese Diskrepanz zwischen Anspruch und erlebter Wirklichkeit? Ich habe weitere Erfahrungen mit Gott gemacht, gemerkt, dass Gott mich in seine Nähe zieht, in seinen Dienst zieht. Also habe ich angefangen, evangelische Theologie zu studieren in Hamburg, Prag und Berlin. So wie habe ich Philosophie an der katholischen Fakultät der Universität Salzburg. Ich habe hunderte von Büchern verschlungen, um den Ganzen auf den Grund zu gehen. Und ich fragte mich, warum fingen so viele Christen gut an, aber sie kamen früher oder später auf ihrem geistlichen Weg, vor allem im Gemeindeleben, in Schlingern. Im Jahr 1999 habe ich voller Hoffnung und Idealismus eine christliche Gemeinde gegründet und ich habe diese ernüchternde Problematik am eigenen Leib erlebt. Schließlich bin ich auf meiner langen und tiefen Suche nach der Wahrheit des Neuen Testaments vor über 10 Jahren zu den Schriften der beiden chinesischen Bibellehrer Watchman Nee und Witness Lee gestoßen. Und auch zu dem von ihnen initiierten frischen Neuansatz im Hinblick auf das wahre, ursprüngliche Gemeindeleben. Und das bringt uns unmittelbar zu unserem heutigen Thema im zweiten Teil dieses Seminars, Gottes Masterplan. Sag mal deinen Nachbar, schau ihn an und sag ihm, spitz jetzt die Ohren. Spitz jetzt die Ohren. Das willst du nicht verpassen. Das willst du nicht verpassen. Der Einfachheit schlage ich vor, dass ich auch die Fremden, die ich nicht kenne, mit du anreden darf. Das dürft ihr gerne auch mit mir machen. Das ist einfacher, wenn ich jetzt euch anrede, wenn wir nur für dieses Seminar die Du-Form wählen können. Dankeschön. Die Frage also ist, warum wissen so wenig Menschen, ja auch so wenige Christen, darüber Bescheid? Wie kann es sein, dass man jahrzehntelang Christ ist, engagierter, entschiedener Christ, ohne jemals davon zu erfahren? Weil dieser Masterplan von Gott mit einem Geheimnis zu tun hat. Und nun ist Gottes Masterplan nicht nur deshalb ein Geheimnis, weil ihn Gott so lange Zeit geheim gehalten und verborgen gehalten hat. Ihr wisst schon, nicht weiter erzählen. Tun wir uns schwer damit, ein Geheimnis für uns zu behalten. Nicht der Mama sagen, bei Kindern ist noch schlimmer. Das schaffen wir oft nicht mal von 12 bis Mittag. Aber Gott hat es geschafft, das Geheimnis so viele Jahrhunderte, Jahrtausende geheim zu halten. Aber der Masterplan ist nicht nur in dieser Hinsicht ein Geheimnis, weil er so lange geheim gehalten wurde. Der Masterplan ist auch deswegen ein Geheimnis, weil er geheimnisvoll zu verstehen ist. Vielleicht ebenso wie die Trinität,
Gottes Dreieinigkeit geheimnisvoll ist, weil sie ja logisch nicht auflösbar ist. Gott ist drei und er ist einer und trotzdem drei. Das kann ich mir irgendwo, da kriege ich einen Knoten in mein Hirn. Aber es ist ein Geheimnis. Die Dreieinigkeit Gottes ist ein Geheimnis. Wir müssen also jetzt etwas machen. Wir müssen ganz ehrlich und aufrichtig zu Gott kommen und sagen, Gott, bitte hilf mir. Wollen wir es gemeinsam sagen und sagen, Gott, bitte hilf mir. Heiliger Geist, bitte hilf mir. Heiliger Geist, bitte hilf mir. Dieses Geheimnis heute zu verstehen. Dieses Geheimnis heute zu verstehen. Wisst ihr, denn sonst mache ich heute Worte und ich kann mit dem Mund fusselig reden, aber wenn uns Gott nicht hilft, dann spielen wir Mozart den Kühn. Ja? Es geht nicht nur um Worte hören und Worte verstehen, es geht um die wirkliche Tiefe davon. Es ist irgendwie so mit dem heutigen Thema wie den damaligen 3D-Bildern. Vor 25 Jahren waren die 3D-Bilder in Mode. Da hat man dann sich so ein Buch gekauft und in diesem Buch sah man irgendwelche Muster. Okay, man sah irgendwelche Muster. Und man hat dieses Muster und dieses Bild angeschaut. Und angeschaut. Und angeschaut. Und angeschaut. Und nach 5 Minuten immer noch nichts gesehen als dieses Muster. Aber irgendwann einmal, vielleicht nach einer halben Stunde oder noch länger, wenn man lang genug geschaut hat, seinen Blick ein bisschen entspannt hat und ein bisschen vielleicht lockerer geworden ist, auf einmal hat man das Bild hinter dem Bild erkannt. Man hat auf einmal das Bild hinter dem Muster gesehen. Und so ist es mit dem heutigen Thema. Es ist so leicht, den Wald vor lauter Bäumen zu verpassen. Und Gott möchte, dass wir mehr als nur Gedanken, mehr als nur Worte oder Muster wahrnehmen, sondern er möchte uns das dahinterliegende Bild zeigen. Nun ist Gott an sich schon ein Geheimnis, weil er unsichtbar ist. Wie töricht war doch die Frage an den ersten Mann im Weltall in den 50er Jahren, ich glaube, das war Juri Gagarin, dieser Kosmonaut, als man ihn fragte, und hast du da droben den lieben Gott gesehen? Und natürlich hat er ihn nicht gesehen. Aber Gott ist eben unsichtbar, er ist ein Geheimnis. Aber Gott ist nicht nur ein Geheimnis, Gott hat auch noch ein Geheimnis. Und davon spricht das Neue Testament in Kolosser 2,2. Hier ist die Rede von dem Geheimnis Gottes. Und dieses Geheimnis Gottes ist Christus. Dieser Gott hat einen bei sich. Und dieser ist Christus. Nun belassen es viele Gläubige bei der Annahme, dass die biblische Offenbarung im Grunde um ein einziges Zentrum kreist. Um einen einzigen Mittelpunkt, nämlich um Christus. Schauen wir uns einfach mal an. Man denkt, der Mittelpunkt der Bibel ist Christus. Und unser Christenleben kreist um diesen Christus. Es gibt, ich gebe zu, ich habe nicht genau gemalt, ihr müsst mich genauso entschuldigen wie Chris Wilde vorhin. Ich werde keinen Preis fürs Malen gewinnen, aber vielleicht fürs Erklären. Also wir denken, das sagt ja schon Luther, was Christum treibt, es geht darum, was Christus bewegt. Und Christus ist der Mittelpunkt unseres Lebens. Unser Leben kreist wie ein Kreisbahn um diesen Mittelpunkt Christus. Das hört sich schön an und leuchtet einem gläubigen Menschen erstmal ein. Das Problem dabei, so schön es aussieht, es stimmt nicht. Es funktioniert nicht. Es funktioniert genauso wenig wie der Orbit, die Planetenbahn um die Sonne.
Ich möchte ein bisschen eine Analogie aus der Astronomie, aus der Wissenschaftsgeschichte nehmen. Die Astronomen dachten früher nach Kopernikus noch, dass die Planetenbahn der Orbit kreisförmig um den Mittelpunkt der Sonne verläuft. Dummerweise aber stimmten die mathematischen Vorherberechnungen nicht mit den Beobachtungen durch das Teleskop überein. Also nach der Berechnung hätte der Planet im Orbit woanders sich befinden müssen, als das Teleskop es aufzeigte. Und die Astronomen zerbrachen sich den Kopf. Sie haben nicht nur einen Kreis angenommen, sie haben auch noch Epizyklen, die irgendwie da drumherum verlaufen sollen, angenommen. Natürlich alles irgendwie ziemlich hanebüchen und schräg, bis Johannes Kepler auf die Idee gekommen ist, als allererster, dass der Orbit, dass die Planetenumlaufbahn nicht ein Kreis ist, sondern eine Ellipse. Und bei einer Ellipse gibt es zwei Foci, zwei Brennpunkte. Und interessanterweise, der eine Fokus, der eine Brennpunkt in der elliptischen Umlaufbahn ist natürlich die Sonne. Und in der Analogie ist uns klar, dass diese Sonne Christus ist. Christus ist die Sonne der Gerechtigkeit. Die große Frage ist aber, was ist der zweite Brennpunkt? Und da mussten und müssen bis heute die Astronomen passen. Sie haben keine Antwort. Der zweite Brennpunkt ist ein Rätsel. Er liegt im Dunkeln. Die Astronomen wissen nicht, warum die Sonne hier ausgelagert ist und was der zweite Brennpunkt ist. Aber wir wissen, was der zweite Brennpunkt ist. Wenn wir nur einen Brennpunkt, nur einen Mittelpunkt haben, nämlich nur Christus, dann funktioniert unser Christen- und Gemeindeleben leider nicht. Wir brauchen einen zweiten Brennpunkt. Und das Neue Testament beantwortet uns, was das für ein zweiter Brennpunkt ist. Es ist die Gemeinde. Die neutestamentliche Erfahrung, die neutestamentliche Offenbarung kreist nicht um ein Zentrum, sondern sie kreist wie eine Ellipse um zwei Foci, nämlich um Christus und die Gemeinde. Denn die Reihe der Geheimnisse im Neuen Testament endet nicht mit Gott, der ein Geheimnis ist, noch mit dem Geheimnis Gottes, das Christus ist, sondern die Reihe der Geheimnisse setzt sich fort. Im Epheserbrief Kapitel 3 entfaltet Paulus nicht das Geheimnis Gottes, das Christus ist, wie in Kolosser 2,2, sondern er geht einen Schritt weiter und entfaltet das Geheimnis Christi. Und das Geheimnis Christi bleibt im Epheserbrief letztlich nicht namentlich explizit genannt. Es bleibt genauso mit einem Fragezeichen unausgesprochen in Epheser 3, wie dieser zweite Brennpunkt. Aber wenn wir näher hinschauen, sehen wir, es ist die Gemeinde. Das Geheimnis Christi ist die Gemeinde. Und selbst damit endet die Kette, die Reihenfolge der Geheimnisse im Neuen Testament nicht. Das Geheimnis, schreibt Paulus, das ja tausendelang verborgen war. Er geht weiter, um in zwei Kapiteln später, in Epheser 5, 32, das große Geheimnis zu enthüllen. Und das große Geheimnis, sagt er, ist Christus und die Gemeinde. Erst wenn man beide Foci
erst wenn man beide Brennpunkte und beide Aspekte in den richtigen Zusammenhang bringt, in das richtige Verhältnis zueinander setzt, erschließt sich einem dieses große Geheimnis. Und das ist Christus und die Gemeinde. Beide Aspekte werfen Licht aufeinander. Christus wirft Licht auf die Gemeinde und die Gemeinde wirft Licht auf Christus. Es ist ein wechselseitiges sich beleuchten. Ich will das mal praktisch an einem Beispiel veranschaulichen. Wenn jemand etwas über Kfz-Reparatur lernen will, kauft er sich vielleicht, wenn er Autodidakt rangeht, ein gutes Buch über die Reparatur von Kfz-Fahrzeugen. Er kauft sich kein Buch zum Beispiel über Stricken. Denn, das wird uns einleuchten, in einem Buch über Stricken würde er herzlich wenig lernen über das Reparieren von Autos. Aber bei Christus und der Gemeinde funktioniert das nicht so. Nur weil du dir ein Buch kaufst, um die Gemeinde näher zu verstehen, das von der Gemeinde handelt, heißt es noch lange nicht, dass du dadurch die Gemeinde verstehen kannst. Und mit anderen Worten, nur weil du ein Buch liest, was von Christus handelt, heißt es noch lange nicht, dass du etwas von Christus dadurch lernen und verstehen kannst. Mit Christus ist es anders als mit jedem anderen Wissensgegenstand in diesem Universum und mit der Gemeinde ebenso. Wir können Christus nicht niemals direkt studieren. Wir können die Gemeinde niemals direkt und isoliert studieren. Wir werden nur im Trüben fischen. Und warum ist das so? Warum ist es bei jedem anderen Thema so, dass man ein Buch darüber lesen kann, dass man den Sachverhalt direkt studieren kann und man lernt etwas darüber? Warum ist es bei diesen beiden Aspekten nicht möglich, direkt es zu studieren? Weil beide Aspekte, Christus und die Gemeinde, wie zwei Teile eines komplexen Codes sind, der sich nur gemeinsam in der rechten Zuordnung zueinander erschließt. Es ist wie ein Schlüssel, wie ein Code zu einem Hochsicherheitsgebäude, wo man nur mit beiden Schlüsseln reinkommt. Sonst kommt man nicht rein in dieses Gebäude. Mit anderen Worten, du verstehst Christus nur, wenn du mehr Offenbarung über die Gemeinde erlangst, und du verstehst die Gemeinde nur, wenn du mehr Offenbarung über Christus erlangst. Und das ist dann wie eine Aufwärtsspirale. Du wirst Teil einer wahren neutestamentlichen Gemeinde und siehst daraufhin mehr von Christus. Und weil du mehr von Christus siehst, dringst du tiefer ein in die Gemeinde. Und weil du tiefer eindringst in die Gemeinde, empfängst du wiederum mehr von Christus, was dich wiederum tiefer hineinbringt in die Gemeinde. Seht ihr diese gegenseitige, wechselseitige Aufwärtsspirale? Und so geht es tiefer und tiefer, weiter und weiter, höher und höher, bis wir durch im Himmel, in einem offenen Himmel angelangt sind. Und das nicht theoretisch im Verstand, sondern absolut praktisch, erlebbar, erfahrbar, Montag früh um 8. In einer wechselseitigen Beziehung erfahren wir mehr Licht. Wir erleben eine tiefere innere Ergriffenheit, eine positive Veränderung und Umwandlung. Nun kommen wir weiter, gehen wir weiter. Die ganze Bibel ist ein Buch über Leben und Aufbau. Und das erfahren wir bereits am Anfang der Bibel. Die ersten Kapitel des ersten Buches Mose sind nicht so vordergründig ein Bericht über die Schöpfung,
sondern ein Bericht von dem Leben, das sich zeigt. Leben zeigt sich am Beginn der Bibel. Und es geht weiter im nächsten Kapitel. In Kapitel 2 haben wir den Baum des Lebens. Wir haben einen Strom des Lebens. Und am Ende der Bibel, am Buch der Offenbarung, da haben wir in den letzten zwei Kapiteln, die übrigens in einer spiegelsymmetrischen Entsprechung stehen, wie im Anfang, so am Ende. So sehen wir die ersten zwei Kapitel der Bibel in einer Entsprechung, in einer Korrespondenz, in einer Spiegelsymmetrie zu den letzten beiden Kapiteln der Bibel. Und wir sehen an den letzten zwei Kapiteln der Bibel wieder das Leben. Wir sehen den Baum des Lebens. Wir sehen den Strom des Wassers des Lebens, der von Gottes Thron fließt. Leben findet sich am Anfang der Bibel, Leben findet sich am Ende der Bibel. Und es ist klar, dass Leben Christus ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das ist der Anfang des Johannesevangeliums. Und das Johannesevangelium ist die Bibel in Nutze, die Bibel in a nutshell, es ist ein Extrakt, es ist ein Mikrokosmos der ganzen Bibel. Wir finden die gesamten wichtigen Themen der ganzen Bibel verdichtet und zusammengezurrt im Johannesevangelium. Und dort ist es genauso, es beginnt mit Christus als unserem Leben. Aber dass das Johannesevangelium ein Evangelium des Lebens ist, darüber sind sich fast alle Theologen und Gelehrten einig. Aber worüber sie sich nicht im Klaren sind, ist, wozu dient dieses Leben? Merkt ihr, über Christus als Leben, das ist gar nicht das große Rätsel. Dass Christus das Leben ist, auf das kommt fast jeder Christ früher oder später. Viel anders verhält es sich mit dem zweiten Faktor, mit dem X-Faktor, mit der großen Unbekannten. Wozu dient dieses Leben? Wozu ist dieses Leben da? Und das zeigt uns, dass die ganze Bibel ein Buch ist von Leben und Aufbau. Christus ist Leben und die Gemeinde ist Aufbau. Wie kann man das nachweisen? Wenn man einen Christen auf der Straße fragen würde, worum geht es in der Bibel? Ich glaube, von 50 Christen wird kein einziger sagen auf der Straße, worum geht es in der Bibel? Wie aus der Pistole geschossen? Na klar, es geht um Leben und Aufbau. Weiß doch jeder, oder? Jeder, der Religion in der Schule besucht, weiß doch, ist es doch, gehört doch zum kleinen 1x1, zum ABC, weiß doch jeder, oder? Dass es in der Bibel um Leben und Aufbau geht. Ich sage dir, man weiß doch nicht mehr, dass es um Christus und die Gemeinde geht. Man weiß nichts von der Ellipse, weil sie alle hier hängen bleiben bei Christus im Mittelpunkt. Und das klingt ja erstmal so gut. Es klingt so gut, wenn man nur von Christus redet. Ich habe es immer wieder gehört, dass Menschen sagen, ich will nur Christus. Ich rede nur von Christus. Und die gab es schon zur Zeit von Paulus. Die sagten, wenn du mir nicht gehst mit Paulus, lass mich mit Paulus in Ruhe. Ich will nur Christus. Und wisst ihr, was ich für eine Erfahrung gemacht habe? Die Leute, die immer nur von Christus, Christus, Christus reden und nur bei Christus hängen bleiben, denen geht es letztlich um sich selber. Denen geht es gar nicht um Christus, weil sie Christus weder verstehen noch kennen. Christus ist eine Chiffre, Christus ist ein Etikett, Christus ist eine religiöse Sprechblase. Mir geht es nur um Christus. Darf ich euch was sagen? Wenn es Gott nur um Christus gegangen wäre, wäre er schön im Himmel geblieben und hätte das Universum nicht hervorgebracht. Denn dann hätte er Christus gehabt den lieben langen Tag lang. Aber darf ich euch was sagen? Gott geht es nicht nur um Christus. Gott sei Dank geht es ihm um noch was. Gott geht es um Christus und um die Gemeinde. Gott geht es nicht nur um Leben. Gott geht es um Leben und Aufbau. Und das Verrückte und das Paradoxe ist das. Du findest Christus mehr hier als da. Du findest selbst das Leben mehr hier als da.
Du redest nur von Christus und verlierst ihn. Du jagst nur Leben nach und verpasst es. Aber wenn du hier rüber wechselst, findest du sowohl Christus als auch Leben. Das ist schon eine große Offenbarung. Das ist schon ein großes Geheimnis und das ist schon ganz schön viel Licht. Wenn wir jetzt Schluss machen würden, hätte sich der Nachmittag schon gelohnt. Aber glaub mir, sagt dem Nachbarn, nicht einschlafen, es wird noch besser. Nicht einschlafen, es wird noch besser. Es wird noch besser. Es wird noch besser. Schauen wir uns das rechte Bild noch ein bisschen an hier. Wer ist Christus? Christus wird in der Bibel versinnbildlicht durch Adam. Und die Gemeinde natürlich wird mit was symbolisiert in der Bibel? Mit Eva. Mit Eva. Schön. Haben wir schon ein bisschen mehr gesehen wieder. Aber nicht nur das. Christus wird in der Bibel gesehen als Bräutigam. Und die Gemeinde Eva wird gesehen als die Braut. Und jetzt ist die wichtige Frage, was ist eine Braut? Was ist eine Braut? Was bedeutet eine Braut? Was ist eine Braut? Ja, eine Braut ist eine wunderschöne Frau meistens. Ja, stimmt. Bei den Tieren ist Männlein schöner, bei den Menschen ist es Weiblein schöner. Da sind wir uns alle einig? Ja. Und wisst ihr, was die Implikation ist? Wenn die Gemeinde aus Menschen besteht, die im Ebenbild Gottes geschaffen ist, dann ist die Gemeinde für Gott noch schöner als Christus. Jetzt merken wir, wir sagen, nein, ich will nicht von der puren, singulären Ausrichtung auf Christus abgelenkt werden. Ich will nur Christus. Aber du verlierst Christus, wenn du ihn allein suchst. Du brauchst Christus und die Gemeinde. Und er sagt, ja, Christus ist für mich wunderschön, aber Christus allein genügt mir nicht, sagt Gott. Ich will auch die Braut und die Braut, so schön Christus ist. Die Braut ist noch schöner, noch strahlender, noch herrlicher. Und er sagt im hohen Lied Salomos, nimm deine Augen von mir. Sie bezirzen mich, sie verwirren mich, sie bringen mich durcheinander. Wenn Gott die Gemeinde, die echte, die wahre Gemeinde anschaut, dann wird Gott schwindelig. Dann kommt er durcheinander, dann sagt er, dreh dich weg, ich krieg deine Schönheit nicht auf die Reihe. So ist Gott aus dem Häusel wegen der Gemeinde. Aber mein Gott, was haben wir mit diesem Wort gemacht? Was hat Kirchlichkeit und 2000 Jahre Christentum mit dieser wunderschönen, strahlend, herrlichen, phänomenalen Sache gemacht? Wir müssen all das Verkehrte, all das Zugeschüttete, all das Entstellte heute wegnehmen, um die eigentliche Braut in all ihrer Schönheit zu sehen. Aber die Frage bleibt, was ist die Braut? Die Braut ist die Vergrößerung des Bräutigams. Eva war die Vergrößerung Adams. Also mit anderen Worten, Größerzeichen, okay? Können wir uns erinnern aus der Schule? Bigger than, larger than, greater than, größer als. Die Braut ist noch strahlender, noch schöner. Die Braut ist die Vergrößerung von Adam. Und die Frage richtig ist, warum? Warum ist eine Braut die Vergrößerung eines Bräutigams? Inwiefern hat Eva Adam größer gemacht? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin durch die Heirat meiner Frau größer geworden. Und das bezieht sich nicht nur auf meinen Bauchumfang, weil sie so gut kochen kann, sondern ich bin größer geworden. Ich bin, wie soll ich sagen, ich habe einen größeren Horizont erlangt. Ich habe eine größere Sphäre erlangt, in dem
meine Frau zu mir kam. Und genauso ist es mit Christus. Christus wird größer durch die Gemeinde. Und Christus will größer werden durch die Gemeinde. Das ist der Sinn und Zweck der Gemeinde. Christus zu verschönern, herrlich zu machen. Wisst ihr, viele Männer geben an mit ihren Frauen. Mache ich auch manchmal. Ich schwärme von meiner Frau, ich stehe auf meine Frau und ich schäme mich nicht zu sagen, bisschen prahl ich auch mit meiner Frau. Aber wisst ihr, wo das herkommt? Das kommt aus dem Herzen Gottes, denn Gott möchte angeben vor den Mächten und Gewalten, Epheser 3,8, in der Himmelswelt. Er will durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes ausstellen. Er will angeben, er will prahlen mit seiner besseren Hälfte. Meine Frau, wie sagt man zu den Frauen? Das ist meine bessere Hälfte. Es scheint schon fast blasphemisch zu sein, die Gemeinde, Christi, bessere Hälfte. Ja, bevor ihr Angst habt, ihr könnt ihr was Verkehrtes hören, bleibt noch ein bisschen am Ball. Wir haben gesehen, dass das Leben sich am Anfang und am Ende der Bibel findet. Aber wo findet sich der Aufbau? Wo findet sich der Aufbau am Anfang?